Hallo und herzlich willkommen hier bei Dragon Age Inquisition. Es geht weiter und zwar mit dem DLC Hakons Fänge. Ich habe die jetzt mal gekauft. Ich wollte nämlich auch mal sehen, wie die Story so ein bisschen weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob das nachdem ist, also nachdem man quasi die Hauptquest beendet hat oder ob das währenddessen spielt. Ich weiß es nicht. Das werden wir alles noch erfahren. Ich habe dafür meinen Spielstand genommen, den ich selber erstellt hatte, als Inquisition gerade erst rausgekommen war, weil ich ja, wie vielleicht einige wissen, letztes Jahr meinen Spielstand vom Let's Play verloren habe. Aber ich denke mal, das wird nicht das Problem sein. Kurze Info, die Beziehung hat mein Charakter in dem Spielstand mit, wie heißt sie nochmal? Diese Botschafterin, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal, wie es so läuft. Und schalten jetzt erstmal hier das Gebiet frei. So, die hier meinte ich gerade. Mit der hat mein Charakter eine Beziehung. So, jo, dann werden wir den Bericht mal annehmen und dorthin reisen. Wir nehmen mit. Gute Frage. Wir nehmen mal Dorian mit. Und Blackwall. Und. Gute Frage, wen noch? Ich selber bin Bogenschütze. Deswegen nehmen wir, glaube ich, keinen zweiten Schurken oder Bogenschützen mit. Nehmen mal Vivien, das passt schon so. Ansonsten müssen wir noch mal die Gruppe wechseln. Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Darf ich euch Professor Bram Kendrick vorstellen? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen, euer Gnaden. Professor Kendrick unterrichtet an der Universität von Orlais. Ich ließ mich aus Starkhaven dorthin versetzen. Als ich dann in Valroajo war, habe ich etwas absolut Unglaubliches entdeckt. Nach 800 Jahren können wir jetzt womöglich endlich herausfinden, wo die Ruhestätte des letzten Inquisitors liegt. Ich fürchte, ich hinke mit meinen Geschichtsstudien ein wenig hinterher. Inquisitor Ameriden trat zurück, kurz bevor die Sucher der Wahrheit durch das Abkommen von Nevarra in die Kirche eingegliedert wurden. Er jagte Dämonen, Drachen und gefährliche Abtrünnige noch bevor die Templer überhaupt existierten. Ich finde Geschichte ja faszinierend. Vor allem, wenn sie uns hilft, die Ausrüstung eines berühmten Dämonenjägers aufzuspüren. Speeren Harding, eure Erwähnung seiner Ausrüstung hat mich überzeugt. Ich dachte mir schon, dass euch das gefällt. Eure Späher haben in der Gegend einige Artefakte gesammelt. Sie könnten hilfreich sein, um herauszufinden, was Inquisitor Ameriden vorhatte. Ich habe ebenfalls Neuigkeiten. Wir sind im Norden auf feindselige Avar gestoßen. Sie nennen sich Hakons Fänge. Außerdem gibt es noch einen Stamm der Avar im Osten. Im Gegensatz zu Hakons Fängen sind sie uns bislang freundlich begegnet. Wer sind Hakons Fänge? Sie sind feindselige Avar, die jeden Späher oder Forscher der Inquisition angreifen, der in ihre Nähe kommt. Wir haben Soldaten als Schutz entsendet, aber die Hakoniten sind gerissen und erbarmungslos. Außerdem kennen sie die Senke besser als wir. Ich fürchte, unsere Leute werden nicht lange standhalten können. Okay. Ich sollte gehen. Gut. Wir schauen mal, was wir jetzt hier so auf der Karte haben. Da ist der Forschungsposten. Da haben wir einen Riss. Da hinten ist ein Lager. Und da eine Quest. Und da hinten auch eine Quest. Gut. Was müssen wir jetzt hier machen? Nachdem die... okay. Also sollen wir doch mal mit Speerin Harding reden. Okay, mal machen. Habt ihr die Pläne für die neuen Lager gesehen? Baumhäuser. Das klingt grauenhaft und schrecklich unsicher. Gefällt euch die Idee mit den Baumhäusern etwa nicht? Doch, die Idee ist gut. Theoretisch. Wir wären dort oben, wo uns die wilden Tiere nicht erreichen können. Aber die Vorstellung, so hoch über dem Boden zu sein,
nichts als Luft unter mir ist einfach... Wer hätte das gedacht? Späherin Harding hat Angst vor der Höhe. Ich? Nein. Ach was, nein. Nein. Nein, ich habe keine Angst. Überhaupt, wer hat schon davor Angst? Niemand. Ich liebe es, hoch oben zu sein. Eine wundervolle Aussicht, frische Luft, Vögel, die gegen meinen Kopf fliegen. Na schön. Ich fühle mich in der Höhe ein klein wenig unwohl. Aber verrate das niemandem. Ich dachte, wir könnten vielleicht ein wenig plaudern. Was habt ihr auf dem Herzen? Was denkt ihr über die Avar? Als ich noch ein kleines Mädchen war, hat mir eine Frau aus unserem Dorf immer Geschichten über die Avar erzählt. Jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst zu sehen, wie sie leben. Und es ist vollkommen anders, als ich es erwartet hätte. Sie sind ziemlich groß, findet ihr nicht auch? Ich denke darüber nach, Kommandant Cullen einen Vorschlag zu unterbreiten. Avar-Verbündete mit zwergischen Bogenschützen auf den Schultern. Sie wären unbesiegbar. Wir setzen unser Gespräch ein andermal fort. Sichere Reisen. So. War das jetzt das? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssten das da vorne machen. Aber ich sehe gerade, wir haben irgendwie alle hier... alle ein Level up. Charakterbogen war das. Die Frage ist, was ich überhaupt machen soll, weil ich glaube, ich habe eigentlich das, was man hier nehmen kann, schon alles ausgefüllt. Gucken wir mal, Sabotage vielleicht. Ich weiß halt nicht, was man noch nehmen kann, nehmen wir mal das hier, oder? Nee, es gibt... Was? Ich habe gar keinen Punkt. Okay, gut. Dann nicht. Dann gucken wir mal bei Dorian. Ach, der kann mal ruhig da ein bisschen was skillen noch. Ist immer gut, sowas mitzuhaben noch. Blackwall, der hat da alles voll. Waffe und Schild, Champion, da fehlt ihm noch was. Nee, das ist, glaube ich, blöd. Vorreiter. Was haben wir da? Nehmen wir mal das da. Das passt schon so. So. Vivienne. Okay, die ist schon komplett darauf geskillt. Gott, die hat ja 10 verfügbare Effekte. Okay. Was hat die denn hier? Das gehen wir mal da ein bisschen. Ich habe zwar keine Ahnung, was das alles bringt, aber das jetzt alles durchzulesen, wäre auch, glaube ich, ein bisschen langwierig. So. Können wir noch 2 von diesen zusätzlichen Effekten nehmen. Nehmen wir mal das da. Machen wir das mal einfach so. Das passt schon irgendwie. So, okay, wir müssen jetzt hier vorne... Glaube ich, dass das... Ja, jetzt ist hier vorne. Mit dem Professorieren darf ich mal durch. Dankeschön. Wo ist der denn da oben? Jo, der ist hier in dem Haus. Da haben wir was zu lesen. Wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr das Video pausieren. Ich glaube, das wird zu lange, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde. Na, so, jetzt komm, sprechen wir mal mit ihm. Lady Ha, ich meine Späherin Harding, hat hier eine beeindruckende Truppe. Ihre Leute haben zahlreiche Artefakte gebrochen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr aufspüren wollt, ist Späherin Harding genau die richtige Frau für euch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Nach 800 Jahren können wir nichts weiter tun, als nach Spuren zu suchen. Stoffe und Leder werden schon seit langem verrottet sein, sofern sie nicht verzaubert waren. Lediglich Metall und Stein ist noch identifizierbar. Und was die Sache noch komplizierter macht, sind jüngere Stücke der Avar und natürlich antike Stücke, die dem Reich von Tevinter zuzuordnen sind.
Glücklicherweise habe ich einige für die Epoche spezifische Schnallen gefunden, die eindeutig auf unseren letzten Inquisitor hinweisen. Ihr sagtet, einige der Stücke seien dem Reich von Tevinter zuzuordnen? So ist es. Obwohl man derart weit im Süden nur selten auf tevinterische Ruinen stößt, hatte das Reich hier einst eine Art Außenposten. Er wurde möglicherweise als Ritualstätte errichtet. Ich wüsste nämlich nicht, welchen militärischen Nutzen er gehabt haben könnte. Jedenfalls hat das unsere Nachforschungen ein wenig erschwert. Aber das habe ich einkalkuliert. Bis zu den Schnallen konnte ich euch noch folgen. Ihr denkt vielleicht, eine Schnalle sei eine Schnalle. Doch seit sich die Leute Waffen umgürten, haben sie stets etwas hinzugefügt. Eines der Stücke hier ist mit einer Drachengravur versehen. In Verbindung mit den Legierungen der verwendeten Metalle weist das eindeutig auf den Winter hin. Ganz anders dieses hier. Hier wird ein Verschluss verwendet, der erst zu Beginn des Reichs von Orléans erfunden wurde. Ihr seht also, die historische Forschung ist ein Feld, das den Gürtel der Erkenntnis niemals zu eng schnallt. Sehr lustig. Was habt ihr herausgefunden, Professor? Bislang weist alles auf das Flussufer nicht weit im Süden hin. In der Nähe des Ufers hat irgendeine Schlacht stattgefunden. Sie waren in großer Eile. Die Späher haben von einer Insel in der Nähe einer Fischersiedlung der Avar berichtet. Aber die Avar selbst wollen kaum etwas darüber preisgeben. Wie kommt ihr darauf, dass der letzte Inquisitor in einen Kampf verwickelt war? Wir haben hier eine Spange, die häufig für Rüstungsverbindungen verwendet wurde. Sie wurde eindeutig durchtrennt. Dazu ist nur ein harter, schneidender Treffer in der Lage. Wie von einer großen Klaue oder einer Axt. Dann hätten wir da noch diesen Dolch. Er ist aus Sybilit, besitzt einen stilisierten Drachenknauf und trägt die Inschrift Cordillus. Dieser Dolch muss ein Geschenk von Cordillus Drakon gewesen sein, dem ersten Kaiser von Orléans. Niemand würde etwas derartiges einfach verlieren. Was könnt ihr mir über diese Fischersiedlung der Avar erzählen? Nicht viel. Die Avar dort sind freundlich, ganz anders als diese Barbaren von Harkons Feng. Den Spähern zufolge waren sie aber nicht bereit, viel über die Gegend preiszugeben. Vermutlich aufgrund irgendeines örtlichen Aberglaubens. Ich werde nach einem Weg auf diese Insel suchen und nachsehen, ob dort irgendetwas Nützliches zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich fahre derweil mit der Untersuchung der Fundstücke fort. Mit ein wenig Glück finden wir beide ein paar Antworten. Und noch etwas. Colette, eine meiner Forschungsgehilfinnen, hat Untersuchungen über ein altes Bauwerk im Norden angestellt. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit unseren Nachforschungen in Zusammenhang steht, aber es könnte nicht schaden, mal bei ihr nachzufragen. Okay. Haben wir hier noch was? Da ist noch was zu lesen. Okay, die Quest haben wir dann schon mal abgeschlossen. Ich würde mal sagen, wir sammeln mal erstmal alles ein, was man hier so kriegt. Da haben wir noch ein Buch. Ihr seht schon, wenn ich das jetzt alles vorlesen würde, würde teilweise eine Folge nur dadurch bestehen, dass ich das alles vorlese. So. Alles klar. Wir müssen irgendwie auf so eine Insel kommen. Ich guck mal, ob hier noch was ist, aber das sieht nicht so aus. Ich guck mal einmal auf die Karte, aber ich würde sagen, man kann vielleicht erstmal hier den Riss machen. Braucht man sogar nur einen einzigen machen hier in dem Gebiet. Oh, da haben wir auch noch ein Buch. Oder eher ein Zettel. So, dann gehen wir mal in Richtung des Risses. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier lang oder? Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Was ist das denn? Sind das irgendwelche Vögel oder was? Hört sich ja komisch an. Okay. Ja, ein bisschen umschauen, weil ich glaube, hier gibt es auch mal ein paar Sachen noch so zu looten und zu entdecken. Okay. Oh, da ist ja schon der Riss. Oh Gott, okay. Ich muss mich erstmal hier wieder ein bisschen reinfuchsen. Was sind die denn jetzt? Da vorne ist einer. Okay, kommen da noch mehr? Ja, da kommen noch mehr. Okay, so schwierig ist es ja gar nicht hier. Sind aber auch, glaube ich, schon
3 Stufen über dem, was man hier braucht. Ich glaube, Stufe 20 sollte man schon haben, wenn man hier hinkommt. Und wir sind, glaube ich, irgendwie Stufe 23, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe vorhin. Ja, so viel Schaden kriegen unsere Mitstreiter hier auch gar nicht. Boah, hallo. Moment mal. Kann er sich nicht selber mal so ein Schild geben? Das wäre schon ganz cool. Meine Güte. Was ist das denn da für ein Vieh? Weil die Risse hier sind schon so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Also, da kommen irgendwie mehr Gegner als bei den anderen Rissen. Okay. Was ist denn jetzt hier? Kann man die mal... Hallo? Ich würde den gerne mal anvisieren hier. So, den haben wir jetzt mal weg. Ah, jetzt können wir ihn schließen. So. Dann sammeln wir das mal alles ein. Quest ist auch gleich abgeschlossen. Das ist sehr schön. Oh, was kriegt man denn hier alles? Das ist ja krass. Okay. Nicht schlecht. Die Axt, das ist eine zweihändige, die wäre was für den eisernen Bullen. Jo, cool. Alles klar.